So, lala, da sind wir wieder. Und ich habe mich gerade schon selber verflucht, weil ich scheinbar der vollen Meinung war, ich müsste unbedingt das Save-Game und den Cut hier direkt vorm Rätsel setzen. Ich habe natürlich jetzt keine Merkung mehr, wie das hier war. Ich weiß nur, dass ich diese komischen Drehteile da irgendwie aktivieren musste und runterstellen sollte. Das ist das, woran ich mich gerade erinnert habe, aber... scheinbar war das richtig. Das ist mal viel wert. Oh. War das jetzt gut oder war es schlecht? Uah! Das war anscheinend nicht so gut. Uah. Oh. Ah, ich denke mal, da fangen wir direkt nochmal neu an. Wunderschön. Weil das letzte Mal vorhin über was. Dessen habe ich mir einen Cut gesetzt. Ah, das ist ja ärgerlich. Na toll, jetzt weiß ich natürlich nicht, welches Ding ich hier gerade angezaubert habe, um das hier zu aktivieren. Ich glaube, es war das hinterste. Hoffe ich. Ja? Ja? Ja, es war das hintere. Ist die falsche Waffe, ich wollte eigentlich. Ja, genau, ich wollte eigentlich das richtige Schwert haben. Da kommen die Spinnen her. Warte mal, die Armbrust mal. Band. Die Armbrusten waren mal weg. Weil wir haben ja gerade gesehen, wie. Wir haben gerade gesehen, wie gut das klappt, wenn ich die versuche im Kampf Mann gegen Khajiit Platz zu machen. Was zieht das Melodie? Wie muss sein? Achso, warte mal, das war es vielleicht die falsche Kombination, weil, meine, die sind irgendwelche Viecher rausgekommen, das könnte ja durchaus Teil des Alarmsystems sein, oder nicht? Verdammt, das... Uah! Verdammt! Sollte ich hier runterfallen? Ey, ich bin sowas von raus, ich weiß nicht mehr so richtig, wo... Warte mal, hier sind noch Zwergenpfeile und noch mehr Zwergenpfeile und einen Zwergenbogen, den ich nicht brauche, aber einen Zwergenpfeile. Yay. Sollte jetzt hier um was aufgehen? Meine... Habe ich einfach nur die richtige. Habe ich jetzt. War das jetzt die richtige Kombination oder die falsche? Kam ich hierher? Warte mal, ich könnte einfach auf die Karte gucken. Dann weißt du ganz genau, wo ich herkomme, wo ich hingehe. Laden, laden, laden. Sprich mit. Bla bla. Nee, da geht's raus. Ich möchte aber. Ja, wo muss ich denn jetzt weiter? Was ist das schon gewesen? Hä? Also, ich meine, hier komme ich scheinbar her. Und durch die komme ich nicht durch, weil ich möchte nämlich auf die andere Seite davon. Genau. Ah, okay, gut. Ich möchte also auf die andere Seite. Alles klar. Was? 17 Zuschauer auf Live-App stehen, was über 400 Viewer? Das bezweifle ich sehr, dass ich 400 Viewer habe. Da müsste schon was passieren. Ein halbes Wunder oder so. Oh, warte mal, hier ist eine Tür aufgegangen. War die schon vorher offen? Hm, wahrscheinlich. Gold. Warum haben die... Warum haben... Nein, das habe ich auf so einem komischen Pelzding mit dem... Warum haben die komischen Orks da... Warum haben die Zwerge eigentlich irgendwelche Ork-Pelzschilde? So, zurück damit. Ja, habe ich das Rätsel jetzt gelöst oder nicht? Ich... meine ja eigentlich das nicht, weil ich meine, es kamen nur welche Wächterviecher raus. Ich glaube nicht, dass das die richtige... Ne, die Tür hier ist noch zu. Oder? Geht die hier noch irgendwie auf? Ne. Okay, gut, ich habe das Rätsel also falsch gelöst. Mal, kann ich das Ding eigentlich mit irgendeinem anderen Zauberspruch anzaubern, der vielleicht weniger viel Mana kostet? Ich meine, ich habe doch da sicherlich irgendwas. Heilung kostet mich 10 Mana, niedere Untote vertreiben. Ist das auch ein Feuerball? Ne, das ist so ein Ding, was man... Na gut, das ist doof. Ach nee, das ist Stärke, Zeit, wo steht denn überhaupt für Mana? Ach, da sind die Mana-Kosten, 65. Sonnenfeuer. Sonnenfeuer braucht ganz wenig, das ist super. Dann versuchen wir es nochmal. Hm. Aha, es geht einfach jeder Zauber so. Stimmt. Das macht die erste, das macht 3 Stück. Oder soll ich einfach genauso viel machen, dass es genau rumkommt? Das wäre natürlich... Na gut, das wäre logischer, dass ich genau 3 machen muss. Okay, das macht 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, der da hinten hat verflucht viele gemacht. Und zwar so viel, dass das letzte Mal auch genau aufgegangen ist. Dim, 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 dim. Alter. Okay, der macht viel zu viele. Jetzt kommt, was, hier kommt mal wieder neue? Oh. Das ist ja lässig. Okay, dann wissen wir das. Also, die machen anscheinend, je weiter rechts sie sind, desto mehr Viecher kommen da raus. Das ist ja eigentlich schon die Information schlechthin, weil das... Das heißt, wenn wir jetzt hier... Wir haben ja gesehen, dass die da überladen waren. Das ist, wenn wir hier hinten mit denen anfangen, dann müsste das jetzt ja fast bis rumgehen. Die leben noch Viecher, wa? Ah, jetzt fehlen noch genau 2. Das heißt, ich müsste jetzt einen kennen, wo, der genau 2 noch rausmacht. Das ist aber schlecht, weil ich gar keinen kenne, der...
Ja, diese Zwergen. Warum schießen die Zwergensferne eigentlich nicht? Was ist mit denen los? Sind die krank? Die sind doch sonst immer so darauf erpicht, mich zu hauen. Und tschüss. Böhn, ich glaube, die Zahl da oben sollte nicht sein. Naja, die Zahl sollte da schon. Also, die sollte da nicht sein, aber ich habe gerade das mit Dextor, ich habe das ein bisschen gegen den Baum gefahren. Das kann ich erst in der nächsten Folge wieder fixen. Und deswegen ist das jetzt so. So, auf jeden Fall kommen wir jetzt damit nicht weiter. Ich habe einen 4K-Rate gekriegt, das ist natürlich super. Ich weiß immer nicht, was diese ganzen Stream-Rates eigentlich mal sollen. Was, dieses süße Lulu-Bild lenkt mich zu sehr ab? Ich habe ein süßes Lulu-Bild? Das wüsste ich. So, warte mal jetzt. So, warte mal, ich sollte vielleicht mal kurz abwarten. So, das macht. So, ich meine, ich weiß, dass das erste Ding genau 3 macht und das andere hat halt ein paar mehr gemacht. Das würde ich dann schätzen. So, wie macht denn das Teil? Verflucht viele, wie ich gerade sehe. Warte mal, 1, 2, 3, 4, warte mal. Wie macht denn der zweite? Reicht das vielleicht genau? Genau 3, hervorragend. Ich weiß, dass der erste genau 3 macht. Den habe ich doch jetzt geöffnet. Haha! Na bitte. War doch ziemlich einfach. Wenn man immer gerafft hat, dass jedes Ding für eine bestimmte Anzahl an Knöpfen steht, dann ist das gar kein Problem. Dann kriegt man hier so ein Ding ja ohne Probleme geöffnet. Mensch. Was möchte ich das Ding hier eigentlich antreiben? Ich möchte eigentlich erstmal den. Kann ich das Vieh nicht sogar meucheln? Und tot. So. Dann machen wir das hier mal. Ach, toll, jetzt ist hier die Abkürzung offen. Das hätte ich auch einfacher haben können, ne? Na gut, dann geht's jetzt weiter tief runter. Wunderschön. Aha. Mhm. Oh ne, nicht schon wieder so eine. Oh ne, da wird mir bloß wieder schlecht bei diesen Zahlen. Ach, sind wir hier oben oder was? Wie soll ich denn da rüber? Achso. Von diesen Zahnrädern. Jetzt weiß ich, warum ich letztes Mal so fertig war. Ich bin auf diesen dummen Zahnrädern. Davon ist mir echt schlecht geworden. Von dieses Rumgedreh hier. Ich muss ja vielleicht vorher mal speichern. Ob es so klug war, einen Quicksave auf dem Zahnrad zu setzen? Boah. Ey, lass mich in Ruhe, du komische Spinne. Ich kann gegen dich nicht kämpfen. Das wird schlecht, wenn ich auf diesen Zahnrädern stehe. Jetzt, ernsthaft, mir wird echt schlecht, wenn ich diese Dinger sehe. Also, wenn ich damit selber draufstehe. Ich finde das wirklich nicht okay, dass dieser Wächter mich da angreift. Was soll denn das? Kann ich den nicht irgendwie dazu bringen, zwischen den Zahnrädern zu fallen? Na? Na, verdammt, auf den Schutter aber definitiv nicht. Na gut. Dann halt eben nicht. Zahnräder. Oh, da ist halt wieder so ein Vieh. Gut, das. Oh, jetzt, so weit hat es hier einer gebracht. Der hat einen Bogen in der Hand. Oh, oh. Alter, die Ballista hat einen Schlag ausgehalten. Hätte ich vielleicht doch mal voll ausnutzen. Siehst du, die werden auch durch einen großen Seelenstein betrieben. Ich habe heute in der Folgenbeschreibung irgendwie darüber rumgeredet, wovon diese ganzen Zwergenmaschinen eigentlich betrieben werden. Ich habe da. Ich glaube, die habe ich im Stream auch schon gesagt, die Theorie, dass ich glaube, dass diese Maschinen irgendwie von irgendwelchen großen Seelensteinen über was. Jagdbogen der Verbrennung. Ach komm. Ach, du ahnst das nicht. Lass mich raten, ich hätte jetzt da reagieren müssen. Obwohl, eigentlich muss ich ja gar nicht reagieren. Ich meine, ich kann ja einfach drauf stehen bleiben auf der Kante hier und das Ding aus der Entfernung aktivieren, meine ich. Und tschüss. Muss ich nicht mal an der Seite. Geil. Okay, deswegen war das diese Platte da. Das erklärt so einiges. Warum komme ich ja nicht her? Warte, ich muss doch. Jetzt bin ich verwirrt. Ich meine, ich bin die meiste Zeit verwirrt, aber jetzt bin ich richtig verwirrt. So, das Vieh ist auf jeden Fall schon mal hin. Kam ich hierher, oder? Ne, da hinten steht die komische Zwergenballiste. Das heißt, ich möchte hier hin. Okay, gut. Okay, so viel dazu. Deswegen war da nämlich auch. Hä? Ach so, deswegen war nämlich da auch so eine komische Platte, damit ich da nicht. Oh, ich dachte für einen Moment. Man geht ja immer so einen Schritt nach vorne, wenn man so einen kritischen. Ist ja das viel weniger dabei. Wenn man zu so einem kritischen Schlag angeht, dann geht man ja so ein Stück nach vorne. Und ich hatte jetzt gerade echt die Angst, dass ich das viel ramme, weil dann ist immer doof. So, also wir stellen fest. Das Ding da war nicht umsonst, dieser Wand. Nämlich, die sorgten mich dafür. Ja, von hier aus geht's natürlich nicht, war ja klar. Also hatte ich es quasi schon richtig gemacht. Man muss es nämlich einmal erstmal so drehen. Dass es sich einmal.
Genau, es dreht sich nämlich einmal so. Wenn ich jetzt nochmal mache. Also prinzipiell hatte ich schon alles richtig gemacht. Weil jetzt dreht es das Ding nämlich einmal komplett zurück. Und jetzt ist nämlich diese komische Wand da. Und die brauche ich, sonst fliege ich nämlich runter, weil sich das Zahnrad zu schnell bewegt und ich sonst runterfliege. Ja, ist eine Wortwiederholung, aber... Okay, gut, also zu der Theorie. Ich glaube, das ist einfach nur übel verbuggt. Ach hey, ich habe es ja geahnt, dass das Spiel nicht fähig ist, Sachen in der Bewegung zu speichern. Naja. Verdammt! Oh ne, doch, ist gar nicht so schlimm wie gedacht. Ach ja, jetzt. Ah, jetzt haben wir es so, wie es sein sollte. Hervorragend. Ist zwar ein bisschen verbuggt und man sollte auf keinen Fall. Also wenn sich große Dinge hier in diesem Spiel schnell bewegen, dann sollte man auf keinen Fall speichern, weil dann bleiben die nämlich genauso, wie sie sind. So, komme ich jetzt wieder da zurück, wo ich war, oder was? Falberhards große Halle. Schön. Schön, schön, schön. Ach hey. Ach, hier sind wieder diese lustigen Ölspinnen, wa? Sind das Ölspinnen? Ich meine, wäre gut zu wissen, wenn ja. Ich glaube nicht. Das da sieht aus wie so eine... Ja, das ist eine Ölspinne. Hervorragend. Lass ich die noch ein paar Minuten rumkriechen. Oh, ja. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Ich kann hier gar nicht zaubern, weil es hier noch Maschinen... Oh, die Maschinen mögen sie... Oh, die Maschinen mögen die Spinnen nicht, so wie es aussieht. Da hinten sehe ich doch schon irgendwelche lustigen Wärmebrummkreise rumfahren. Hä? Schießt die mal... Ach, die Maschine. Schießt du die Spinne? Na, wieso richtig toll sind die? In welche Richtung guckt die Zwergenballista eigentlich? Ich weiß beim besten nicht, besten Willen wirklich nicht, wo der hin. Wobei den Zwergenballisten hinten ist. Nein, bevor du runterfällst, ich möchte dich looten. So, warte mal, jetzt können wir hier zum absoluten Attentat andrücken. Ich denke mal, mein Sonnenfeuer ist noch ein bisschen was anderes als das eigentliche Feuerball, was ich kann. Wo ist es denn überhaupt? Der Schar hier ist kein Magier. Das merkt man noch irgendwie, Feuerblitz da. Wuhu! Oh, verdammt. Das war im Nachhinein eine total dumme Idee. Ich habe gar nicht gesehen, dass da hinten noch eine Ballista ist. Naja. Die Ballista wird sich da schon drum kümmern. Ich roll mich in der Zwischenzeit weg. Was sind das für Zahlen um nächstes? Das sind die Frames. Ist nicht weiter wichtig. Ist nicht. Oh, guck mal, noch mehr. Hui! Das ist ein extrem heißes Feuer, fällt mir gerade mal so auf. Das glüht ja schon fast weiß. Wah! Aua! Komischer Porsche hier, was soll denn das? Hinfort! Ne? Haha. Da hab ich schon wieder verloren gehabt. Das hätte ich mir eigentlich sparen können, hier so sneaky umherzuschleichen. Also, so vorsichtig hin und her zu gehen. Der wusste eh nicht mehr, dass ich da bin. Na gut, hier die komischen Albino-Spinnen zu looten, wird jetzt. Ach, da hinten hat's ja. Ach, du ahnst es nicht. Diese Zwerge mit ihren Sicherheitswaren. Oh. Die Rohre sind nicht offen, da kommen die. Ach so. Ach so. Ach so. Die Zwergenballista hat es wahrscheinlich schon vor längerer Zeit entschärft. Was haben wir hier noch Schönes? Ein Albinoskorpion. Die Zwergenballisten schießen ganz schön große Pfeile. Frag mich, wo die Ballisten genug Munition haben. Fahren die umher und bauen hier über die Balken ab und stellen daraus dann neue Speere für sich? Oder was machen die? Meine, irgendwo muss ja die Munition dafür herkommen. Ich bin ja schon seit ein bisschen länger. Ich bin ja Level aufgestiegen. Dynamo-Schalter. Dynamo-Schalter. Tja, wenn man jetzt ein Saturio-Dynamo-Kern hätte. Ah, ja. Also, die Theorie habe ich auch schon aufgestellt. Das erinnert mich übrigens sehr an die Treppen aus Portal. Dass diese Centurio-Dynamo-Kerne sind ja auch irgendwie eine Art der Energiequelle. Aber die scheinen irgendwie mit den Sehensteinen, die in den anderen Maschinen drin sind, überhaupt nicht viel zu tun zu haben. Das ist sehr mysteriös. So, kriege ich jetzt hier irgendwo einen Dynamo-Kern her, ohne so ein Vieh kaputt zu machen, oder? Muss ich mich jetzt hier ernsthaft bemühen, so ein Vieh zu beklauen? War ja klar. War ja klar! Jetzt ist nur einer aufgewacht. Warte mal, die sieht aber schon reichlich kaputt aus. Wann drehen die sich so im Kreis? Können die das schon immer? Müssen die so dampfen? Also der sieht irgendwie sehr... Oh, das ist ein Centurio-Dynamo-Meister. Naja, Zwergen-Centurio-Meister ist natürlich klasse. Dätrische Pfeile hat er bei und einen Dynamo-Kern. Den brauche ich doch jetzt an dieser Stelle. Aber einen großen Sehenstein haben die auch drin, nur dass der leer ist. Das ist das erste Mal im Spiel, dass man die braucht. Das stimmt allerdings.
Der möchte jetzt wahrscheinlich auch gleich aufwachen. Na? Oh! Wie episch ich die riesengroße Maschine mit einem Dolch getötet habe. Anscheinend ist hier so ein empfindliches Teil. Wenn man da einen Dolch genau zwischensteckt, dann geht das Ding sofort kaputt. Besorgt ihr drei Makulus und ja, super. Zertudo, Namukern. Ja, vorher haben die ja wirklich überhaupt keinen Sinn ergeben. Das hatte ich jetzt auch keiner bei. Früher habe ich die immer, also ganz am Anfang habe ich die immer mitgenommen, weil ich die so lustig fand. Die haben so schön geleuchtet, die Dinger. Die habe ich dann in mein Haus gepackt, aber das war noch, das war der andere Char. Das war meine Hochelfe hat das Ding gehabt. Aber ernsthaft, wofür braucht man denn noch diese dummen Centurio-Dynamo-Kerne? Die braucht man so selten bis nie. Jetzt zum ersten Mal halt. Vor allen Dingen, woher ich auch weiß, dass das ein Dynamo-Schalter ist, ne? Yay. Sieht doch irgendwie schön aus, wie diese Dinger sich hier drehen, ne? Wenn man sich das mal so anguckt. So. Wie dem auch sei. Also generell sind Zwergen, diese ganzen Zwergenstädte sehen immer allein von der Beleuchtung sehen die immer sehr episch aus. Also ich mache da auch mal sehr gerne Screenshots von, wenn ich denn mal nicht immer mit Waffen in der Hand rumrenne, was ernsthaft Job beim Screenshot machen. Also sonst ist ja bis jetzt wenig Spannendes passiert, also sonst liegen hier immer irgendwelche toten Forscher rum, die irgendwelche Liter... Goldhaufen. Der Haufen, die sind 90 Gold. Nein, ich habe was mitgenommen, was ich nicht mitnehmen wollte. Und zwar einen Zwergenhelm. Oh, wow. Naja. Also, ich habe immerhin... Wo ist denn die Antlets von Mitsund? Durch die Ausdauer des Trägers um 60 Punkte erlaubt es ihm, den Atem von Nachuk auszustoßen. Ein mächtiger Dampfangriff. Oh, ich habe scheinbar gerade einen legendären Gegenstand gefunden. Gut, dann behalte ich den Zwergenhelm doch noch. Warte mal, das... Nein, jetzt habe ich das Ding abgelegt. Nein, ich möchte ihn mitnehmen. Ich meine, wenn wir jetzt schon mal ausnahmsweise mal was Legendäres finden, dann behalte ich das natürlich auch. Gibt es hier hinter der Tür? Nee, hier ist keine Tür hinter. Gut, dann müssen wir das mal direkt mal ausprobieren, diesen komischen Atem von Matuk. Mutsund? Atem von Matuk zugefügt. Na super. Das müsst ihr ja irgendwo hier, genau. Wie oft kann ich denn das? Einmal am Tag? Achso, davon geht meine Ausdauer runter, warte mal. Das ist ja witzig. Okay. Gut, dann kann ich jetzt anscheinend den Atem von Matuk. Müsste ich mal gegen irgendwas ausprobieren. So, ich war doch eigentlich damit beschäftigt, diesen dummen Schatz zu bergen, oder? Flimmert das bei jedem so, wenn er im Loot-System ist? Ja, das ist, das ist das, was ich erwähnt habe. Das fixe ich gleich. Das ist, das wird sich gleich wieder erheben. Das ist gar kein Problem. Das ist, weil ich was vergessen habe. Das ist gar nicht weiter schlimm. Ich hadere immer darum, irgendwelche Technikprobleme zu erklären, die nur im Stream relevant sind, weil dann die Leute auf YouTube komplett verwirrt sind. Das ist übrigens der erste Oberweltfahrstuhl. Ich möchte nicht. Wo ist denn hier überhaupt? Wo ist denn dieser. Da, ist der Schalter. Was sind wir denn jetzt hier? Oh. Ach, da ist doch eine Treppe. Eigentlich ein Wunder. Es verschüttet immer die kompletten Zwergenstädte, beziehungsweise Ruinen oder wie auch immer man die Dinger betiteln möchte. Aber diese komischen Fahrstuhltürme, die bleiben perfekt intakt. Sogar. Ich meine, es kommt doch niemand irgendwie auf die Idee, vielleicht mal irgendwie diese Gitter hier aufzureißen. Ich meine, so unglaublich hart kann das Zwergenmetall auch nicht sein, dass dann nicht ein Plünderergruppe. Was ist denn das da unten von aus? Dass da irgendein toller Plünderertrupp nicht von abgehalten wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, ich warte mal kurz bis zum Tag ab, auch wenn es irgendwie fast 12 Stunden sind. Einfach, damit wir schön bei Tagesdicht durch die Gegend laufen können, ist ja auch doof in der Nacht. Da sieht man ja auch nichts. Ist ja immer so ein bisschen finster. Gut, es könnte finsterer sein. Ich glaube, ich habe keinen Mod installiert, der die Nacht wirklich düster macht. Zum selber spielen wäre so ein. Schneit immer, super. Zum selber spielen wäre so ein Nacht richtig finster Mod natürlich irgendwie atmosphärischer, aber so zum Zuschauen ist es halt eher langweilig. Da könnte ich ja genauso gut eine schwarze Wand filmen und dazu sprechen und zu tun, als würde ich Skyrim spielen. Haha, da könnte ich mir sogar noch teuer Geld bei sparen. Ich würde einfach diese ganzen. Ich würde einfach ein anderes Skyrim. Hm, eine Falle. Ich habe eine verlassene Hütte entdeckt, yay. Und einen Tornister habe ich auch entdeckt. Wie flimmert das eigentlich sehr schlimm? Mal gleich gucken. Auf dem rechten Bildschirm. Das ist wahrscheinlich übel. Ja, es gibt irgendwie ein Problem mit irgendwie 2D-Drawing beim Capturen von irgendwelchen. Das schwimmt doch gar nicht. Kein Stück. Egal, da gibt es auf jeden Fall technische Probleme. Wie verdammt. Es gehört wieder zu irgendeiner dummen Quest dazu, die ich nicht habe. Na, Gnarf. Kann ich hier irgendwas? Kann ich irgendwas schmieden? Also, schleifen ist ja. Nee. Weil ich auch lauter nur irgendwelche legendären Gegenstände bei habe. Windscherer, Merunus Klinge, Auritzbogen. Klasse. Alles Gegenstände, für die man wahrscheinlich Schmieden 100 braucht, um damit überhaupt irgendwas anfangen zu können. War da eigentlich ein Resonanzstein? Leider nein. Das nervt mich am meisten. Ich habe ja eigentlich sehr gehofft, wenn ich hier mit so einer komischen Zwergengeschichte reingehe, dass ich hier einen Resonanzstein finde. Vor allen Dingen, weil es hieß, auf den anderen Zwergenruinen Solzheim würde ich dann doch mal so einen Resonanzstein finden. Aber nichts ist. Oh, der
Schnee flaut ab, das ist ja schön. Wird's doch hier gleich viel lieblich. Warte mal, wo wir hier gerade in den Wäldern sind. Ich brauche doch noch diese komischen Wurzeln. Aber wo sind wir hier überhaupt gerade? Ich habe komplett die Orientierung verloren. Lokale Karte. Töte den Anführer von Brudierhain. Na bitte, das sind wir ganz in der Nähe. Verlassene Hütte. Ja, die wird sicherlich nochmal wichtig. Also ganz schön weit gekommen. Ich meine, da sind wir reingegangen. Hier sind wir quasi irgendwo rausgekommen. Dafür, dass ich dahin wollte. Ganz schön Weg zurückgelegt. Oh Mann.